Ich bin nicht so nah. Jetzt machst du jetzt recht. Mach den YouTube-Video? Ja, genau. Mach einfach an. Das läuft doch schon die ganze Zeit. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Martin. Und ich befinde mich heute zum allerersten Mal beim 5K Cash Day. Neben mir ist ein kleiner Störenfried. Beth. Genau. Wie geht's dir heute? Gut. Fährst du mit? Ja. Mit einem Audi? Ja. Gelb. Ja. Leistung. Ja. Was liegt jetzt an? Weiß ich gar nicht. Letztes besser mal 1100. 1100 PS. In einem Audi A3. Ich bin sehr gespannt und ich würde es dir gönnen, wenn du das gewinnst. Ja, übrigens mit Thermotech-Isolierung tatsächlich. Oh, danke für die Schleichwerbung. Hier war keiner. Gut, die haben gerade schon gepfiffen, wir müssen jetzt hier weg, weil es geht los, das heißt K.O.-System. Das heißt, fahren immer zwei gegeneinander und der Verlierer ist raus und der Gewinner kommt quasi in die nächste Runde. Und muss man losen? Jetzt, ja, die losen jetzt. Die Jungs losen jetzt. Wer als erstes? Ich glaube, wir müssen uns anfangen. Ja, wir sind es nicht. Kommt einfach mal mit. Ich erzähl leise. Der Marcel steht jetzt quasi hier. Ja, kleine Kinder mit. Und erklärt jetzt noch ein paar Regeln. Er hat quasi hier eine Liste, wo er alles einträgt, die ganzen Fahrer. Ich weiß gar nicht, wie viele Nummer sind. 32. 32 Fahrer, die heute gegeneinander antreten. Und es ist spannend, weil wir dürfen relativ weit vorn mitstehen. Wird geil, ich bin gespannt. Also die Jungs und Mädels haben jetzt quasi in einem kleinen Beutel eine Nummer gezogen. Jeder Fahrer einen Chip, wo quasi eine Zahl draufsteht. Und jetzt erfahren die im nächsten Step, wer ihr Gegner ist. So, ich zeig dir jetzt mal richtig meine Kraft, was ich alles kann. Ist das krass? Meine Füße sind komplett in der Luft. Das ist tatsächlich mal was ganz anderes und genau deswegen mache ich diesen Scheiß. Richtig schöne Rennen. Marcel, ja? Bist du aufgeregt jetzt noch? Wie Sau schon wieder. Ich hab schon wieder, ja, hier. Ein Flattermann. Ja, aber immer. Bei jedem Auto oder? Bei jedem Auto. Und ich sag's dir, so wie es ist, ich habe Bauchschmerzen, als wenn ich meine Frau zum Altar führe. Und das jedes Mal aufs Neue. Jedes Wir sind zum ersten Mal heute dabei. Ich bin mega gespannt, wie das kracht, wie das scheppert. Da ist ja emotional richtig Kassette, ne? Hier ist richtig Kassette. Ihr werdet es ja auch sehen. Für Teammitglieder und so ist der ganze Vorstand hier offen. Das heißt, die dürfen hier alle mit rein und die stehen hinter den Autos und sind direkt dabei. Ihr natürlich als Media-Team, ihr dürft sowieso dabei sein. Und geil. Glaubt mir, das ist eine Ehre, danke, wirklich. Sehr gerne. Es freut mich, dass ihr da seid. Wir lassen uns einen schönen Abend haben. Ja. Paul, bist du heute dabei? Wobei? Hier? Nö. Warum? Nein. Zu viel Leistung? Nein. Nee, warum? Was? Warum? Nee, ich bin ja zum Testen hier. Alle warten jetzt, dass du mitfährst. Hey, ne? Schön. Er fährt nicht mit. Wir machen wieder los. Ja. Ciao. Wer ist dein Favorit heute? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wollen wir eine Wette machen? Haben wir doch schon. Ja, vor deiner Kamera. Achso, also wir haben gerade gewettet, du hast gesagt... Nein, das ist mal deine Kamera. Jetzt habe ich jetzt neue Wette. Pass auf, dann mal zwei Wetten am Laufen. Okay. Ich sage jetzt KKK. KKK. 10 Euro. Das ist KKK. Und du? Ich sage... Mann, Alter. Nee, jetzt. 5, 4, 3. Ich sag Asien. AS Performance. Nee, meine Aussage ist wirklich. Man merkt, er guckt nicht meine Videos. Man merkt, er war nicht bei den anderen Cashtags dabei. Wir waren noch nie da. Ja, geil, oder? Ist geil. Wir sind übel. Ja, wir freuen uns. Du bist auch ein Typ, wo ich schon ein paar Mal gesagt habe, den bräuchte ich. Der Rick, ja, ich pack jetzt aus. Der Rick sagt immer beim Wetten, ich habe kein Geld dabei, nur Karte. Ich habe mir jetzt extra fürs nächste Mal Rick, das ist eine Ansage. Ja, habe ich dabei. Da wirst du schon sehen. Christoph, was ist dein Favorit? TDK. TDK, ja, auch gutes Auto. Optisch für mich. Aber du hast natürlich noch ein paar Autos nicht auf dem Schirm, die hier mit Favoriten sein könnten. Zum Beispiel der Schmitti von der Schmidt Motorrad ist mit der konstanteste Fahrer hier. Der hat richtig gut. Mich kann das nicht ablenken. Ich bin aus Berlin. Ja, nee, ich habe schon alles gesehen. Bei dir stecken sich die Leute andere Sachen in die Nase, oder? Nicht nur in die Nase. Jetzt bin ich. Wir müssen mal ein paar Videos zusammen machen, Martin. Ja, wir wollen es seit Ewigkeiten vorbeikommen. Ja. Eigentlich wollte er mich tätowieren, aber dann hat er es mit Holly Hall gemacht. Das Problem ist immer nur Blabla. Kommst du dieses Jahr noch bei uns vorbei? Ja. Machen wir ein Video. Ja. Wenn wir umgezogen sind.
Ja, wir ziehen gerade um. Ich ziehe mich öfters um, jeden Tag eigentlich. Ja. Ich mach jetzt die Dinger, wenn ich kann das hier nicht mehr hören. Ja. Wir sehen uns bis später. Mit dir los. Witze. Du bist aber auch so ein bisschen süchtig. Warte, mach mal die Lampe. Wann geht's los? Ja. Beide Frühstein mit Spaß. Weil, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, bei Viertelmeile gibt es ja keinen Verlierer quasi, du misst die Zeit. Aber hier ist wie ein Wettlauf, du fährst halt gegen jemanden, es kommt was an, entweder du bist raus oder in der nächsten Runde, also es ist krass. Es geht los. Hast du der Artur abgeschwimmt, oder? Nee. 1000 PS R6. Schönes Ding, trotzdem den Videos, der hat. Würdest du das Ding fahren? Verstehst du mich mit den Dingern im Ohr? Nee. Soll ich schreien? Gänsehautfieber, ne? Hey!
Gewinner, rechte Bahn! Gewinner, rechte Bahn. Links was kaputt hier. Der Golf. Gewinner, linke Bahn. Nein. Was ist es? Laut Drohne rechte Bahn! Rechte Bahn! Scheint nicht, rechte Bahn! Beim Drohne sehen, was die. Alter, Rechte Bahn! Also, Boys and Girls, der erste Turn ist vorbei, da waren es 32 Fahrzeuge. Jetzt, zweiter Turn, nochmal neu losen durch die Chips. Jetzt sind es bloß noch 18 Fahrzeuge. Mal gucken, es geht direkt los. Ich muss mich auch mal fragen, warum sind jetzt 18. Das stimmt. Das muss ich mal fragen. Aber wenn von 8. Ja, Fehler von mir, 16. Ja, okay. Den Fehler hat übrigens er gemacht, ich habe ihn gerade gefragt. Wie viel waren es im ersten Jahr, 32 und zweiten? 18? Nein, war mein Fehler 16. 18 mal 2 ist nämlich 32. Das ist eine ganz neue Rechnung. Geil. Fährst du eigentlich auch mal mit? Ha? Warum fährst denn du nie mit? Regenbogen und Schüchtern. Auch nicht. Das ist diskriminierend. Wollte ich die Anmeldung nicht lesen? Ja, genau. Ich bin Ausländer. Ach, auch scheiße, ich muss mal alles rausschneiden. Hier unten sind übrigens die weiblichen Fans. Sogar hier eine mit Thermotech. Den Namen. Deinen Spitznamen, Lore, deinen Spitznamen darf ich ja auch noch nicht sagen. Komm. Schämst du dich vor der Kamera? Ja. Lore aka Mingum Performance. Der Tuning-Bild. Das ist übrigens vom Alexander Meng, die Frau. Kannst du es bitte rausschneiden? Ist vergeben. Ich bin Single. Ist Single. Ja, genau. Alex, das war's. Ne? Wenn ihr schreiben wollt, wir verlinken hier unten mal ganz groß den Instagram-Namen rein. Das ist übrigens der Mann zu der hübschen Frau da drüben. Alex, du hast auch schon geredet. Ja, die hat gesagt, die Single hat einen Ring abgenommen. Ja. Willst du das auch noch machen? Alex ist übrigens Single! Ich würde es gerne machen, aber steig dir mal was. Halt mal kurz. Du kriegst. Ja, mit den Wurstfingern. Geht nicht mehr ab. Müssen wir vergessen. Mit dem Dremel, oder? Die eigentliche Frage war, wäre das auch was für dich? Hättest du Chancen? Ich war ja angemeldet. Ja. Achso, aber durch das Problem. Genau, Getriebeproblem, also mechanisch, also elektronisches Problem. Deswegen konnte ich nicht starten, ist jetzt immer nachgerückt. Ja. Aber wäre prinzipiell was? Definitiv, ja. Ich hatte auch richtig Bock, aber eben, ja. Kannst nichts machen. Es sind ja viele ausgeschieden im Vorfeld schon, das ist halt so. Aber der Marcel kümmert sich da schon, dass da quasi direkt immer gleich Nachzügler kommen und das dann eben das Fahrerfeld dann erfüllen. Also Alex hat übrigens gerade gesagt, er hat ein Problem im Getriebe, dort ist Eugen auf einer Welle, nimmt Eugen ein Drehsaal-Signal ab, das ist irgendwie locker, lose, wie auch immer und deswegen spinnt jetzt Steuergerät und sagt Notlauf. Und aus dann dem fährt Grund, auch halt einfach nicht mehr. Fährt einfach nicht mehr. Also ist jetzt in dem Sinne nichts kaputt gegangen irgendwie, es ist einfach nur so ein kleines Elektro-Problem. Okay, er muss stören. Musst du stören? Nimm mal deine Hand, mach die Augen zu. Fass mal an die Brust. Aber richtig. Ja, Nee, das ist die schönste Brust, die du anfassen kannst. Das war wichtig. Und deswegen hast du jetzt hier das komplette. Na ja, klar. Das komplette, ja, man fasst da mal an die Brust. Das kannst du ja gar nicht rausschneiden. Nö, wie willst du das schneiden? Das bleibt drin. PS, der ist erst gestört. Jetzt wieder. Kann ich mal bei dir unten ranfassen? Oh, ich mach kurz Werbung. Nee, andersrum. Nee. Danke, danke. Musst du da jetzt oben drüber schreiben, oder? Werbung? Das ist schon eine coole Sache. Also. Es ist halt, also selbst jetzt als Zuschauer, ich war ja noch nie da, ja. Es ist emotional, es ist übelst krass. Weil es ist wie ein Wettrennen extreme, gegen jemanden. Ja, extreme Spannung und das, du weißt nie, wer gewinnt. Ja, also es wetten ja der Adam und so, die wetten ja jetzt immer mal schon. Wir haben jetzt so angefangen, immer so ein bisschen eine kleine Fünferwette zu machen als Spaß. Also es ist wirklich extrem geil. Diese Zeitengefahr ist das eine, aber Competition, das kommt ja jetzt bei uns in Deutschland auch immer mehr. Das merkst du ja. Ja, jetzt baut es ein Late Night, Night Race, ist ja auch immer. Late Night hast du ja Champ of Europe, ist auch Competition. Dann, und es bleibt was hängen bei der Sache. Beim normalen Viertelmeilenrennen ist ja nichts. Es kommt auf die Zeit an, es kommt auf den Fahrer an, wie der fahren kann. Die Reaktionszeit, wie du halt ablieferst in dem Moment und so weiter. Ne? Du kannst auch mit einem 500 PS Auto hier gewinnen. Absolut. Ja, so. Wenn alles durchhält, du einen guten Start hast. Ne? Genau. Es sind mehrere Faktoren, die damit reinspielen. Guck mal, 200 Meter fährst du in ca. 6 Sekunden. Ne? Sag ich mal, zwischen 6 und 6,5 oder irgendwie sowas. Wenn der am Start eine Sekunde später losfährt als der andere, hast du ja eine Sekunde Vorsprung. Wie willst du in 6 Sekunden eine Sekunde auf 200 Meter? Auf 200 Meter. Das ist genau das Ding. Das ist eben die Spannung an dieser Rennung. Kann ich mit dem Tesla noch mitfahren? Hätte ich gute Chancen. Ja, also mit dem Auto. Aber das wäre schon gut. Würde ich absolut scheiße finden. Elektrofahrzeuge haben wir nichts. Die würden nicht genau zulassen. Bringt ja auch nichts. Nee, weil dort kann ja im Endeffekt auch gar nichts passieren. Ja. Also, es fährt da wirklich immer gleich.
Und die Leute rufen Buh. Uns ist einfach nur langweilig. Zu Recht. Schönes Format auf jeden Fall. Danke, also. danke für dein Gespräch. Das muss weiter so gehen. Jetzt gehen wir bei ihm komplett durchgerissen. An was liegt das? Weiß man, hat immer irgendwas verschränkt. Doch, ist Gewalt. Einer komplett gut. Das ist jetzt ein kapitaler Schaden, kann man noch nicht sagen, ob drin irgendwas an den Zahnrädern kommt. Das ist ein kompletter Schaden, also es wird wahrscheinlich so sein, dass der halt erst morgen wieder fährt. Alle Fahrer, geht er morgen dran. Ben Rauch muss jetzt übrigens gegen den 1er BMW gegen den Diesel. Das wird ein interessantes Rennen. Ja, Jungs, ich würde aber sagen, 20 Minuten ist bitte länger, 15 Minuten, weiter geht's schon. Währenddessen andere nach Hause fahren, sitzen wir im Tesla am Supercharger und haben jetzt endlich 85%, um weiterzufahren. Resümee. Umso öfter man sagt, umso beschützender klingt das. Fazit. Das Fazit von dem Tag, es war sehr geil. Es war Christoph und mein erstes Mal bei einer Cash-Day-Veranstaltung und es ist wesentlich geiler als eine Viertelmeile-Veranstaltung, weil der Kitzel halt höher ist und du halt da irgendwie... Ja, es geht halt auch alles so Schlag auf Schlag. Ne? Ja. Das war krass. Und vor allem wegen Wartezeiten und... Und es spitzt sich halt immer weiter zu, ne? Irgendwie. Genau. Also je fortgeschrittener, umso größer ist der Nervenkitzel an der ganzen Sache. Ist Gänsehautfieber quasi, ne? Gänsehautfieber, würdest du jetzt sagen. Geil. Ein Dank geht auf jeden Fall raus an Marcel Briefkasten, an ACAB. Danke auf jeden Fall an die Fahrer. Das Publikum, ohne das alles geht es nicht. Also es ist schon echt krass, das mal zu sehen. Vor allem, dass die Leute halt direkt neben dem Auto stehen können oder übelst nah am Auto stehen können, ne? Das ist schon echt krass. Und halt nur 200 Meter. Es geht halt schneller und man sieht halt weiter. Ne? Fakt ist, wir fahren jetzt nach Hause. Bisher freust du dich, dieses ganze Videomaterial zu schneiden? Ich freue mich richtig, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst und bis später.